Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, und herzlich willkommen am Donnerstag, den 14. Dezember. Das ist der Gedenktag des heiligen Johannes vom Kreuz, ein großer Mann der spätmittelalterlichen Mystik, auch der Sprache und der Literatur im Spanien des 16. Jahrhunderts von 1542 bis 1591. Hat die Spanne seines irdischen Lebens gedauert. Als Jesuitenschüler, Sohn einer verwitweten Mutter, musste er sich als Krankenpfleger sein Geld selbst verdienen und ist dann in den Karmel eingetreten, hat dessen Reformbedürftigkeit gespürt, sich für Reformen engagiert, dabei auch die große Teresa von Avila kennengelernt und hatte unter seinen Mitbrüdern und vor allem unter seinen Oberen schwer zu leiden. Sie haben seine Mission nicht verstanden oder vielleicht haben sie sie auch verstanden und deshalb nicht gewollt. Sie wollten keine Reform und haben ihre Machtmittel eingesetzt, haben Gewalt an ihm ausgeübt und ihn schlimm misshandelt. Aber, so schreibt es der Schott in seiner Einleitung, durch das Unrecht, das er litt, hat er gelernt, von sich selbst zu lassen und in der Welt Gottes heimisch zu werden. Evangelium heute steht in einem eigenartigen Kontrast zu dem, was von Johannes zu sagen ist. In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden: Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Mit der Größe des Johannes, wenn ich unterbrechen darf, ist nicht charakterliche Größe gemeint, menschliche Größe, sondern die Bedeutung in der Heilsgeschichte. Aber Johannes ist gekommen, um mit Wasser zu taufen und eine Bußtaufe zu spenden. Und er geht für den, der gekommen ist, um mit Feuer und Heiligem Geist zu taufen und eben die Menschen zu Bürgern des Himmelreiches zu machen. Und das ist eine grundstürzende Wende in der Heils- und Menschheitsgeschichte. Und deswegen kann Jesus sagen, noch der Kleinste im Himmelreich, noch der einfachste und unbedarfteste Getaufte ist unendlich viel weiter, als es Johannes mit all seiner Kraft und seiner Prophetie hat sein können. Denn durch Jesu Leben und Leiden und seinen Tod und seine Auferstehung werden wir Kinder Gottes und Geschwister Jesu. Jetzt geht's weiter. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Dem Himmelreich wird Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Im Kontext des Matthäusevangeliums wird das negativ zu verstehen sein, dass Jesus es hier kritisch meint, nicht zustimmend. Dem Himmelreich wird Gewalt angetan, die Gewalt der Mächtigen in Israel, der Besatzungsmacht und auch der jüdischen Autoritäten und die Stumpfheit und Brutalität breiter Schichten im Volk haben die Täuferbewegung, die auf Bekehrung und Neuorientierung hinzielte, fast vernichtet, zum Erliegen gebracht. Und Jesus, dem Johannes vorausgegangen ist, den Johannes verkündet hat, der ist durch unrechte Gewalt am Kreuz elend gestorben. Das Kreuz hat uns Heil gebracht, der Tod hat uns Leben gebracht, aber das rechtfertigt die Gewalt derer, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, kein bisschen. Unrechte Gewalt bleibt Sünde und wir dürfen nicht zur Gewalt greifen. Gott segne und behüte Sie alle.